Du möchtest Geld von Banken oder bist gezwungen, mit Banken zusammenzuarbeiten, weil du Fördermittel für deine Geschäftsidee brauchst? Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema, was interessiert Banken? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Meine Aufgabe wird es heute sein, dir klarzumachen, worauf die Banken wirklich achten. Nun, die meisten schreiben einen Businessplan, vielleicht laden sie sich den herunter oder schreiben den ab, aber stellen dann meistens fest, wenn sie den dann bei der Bank vorlegen, der sitzt nicht, der ist nicht vollständig, da fehlt dies und jenes. Und dann werden sie abgelehnt und wissen gar nicht warum. Und ich gebe dir heute einen kleinen rechtlichen Rahmen auch mit und eine ganz kleine Struktur, damit du weißt, aus welchem Blickwinkel die Banker deinen Plan und vor allen Dingen dich auch prüfen. Es gibt hier die Einzelnorm, die nennt sich § 18 KWG. Und dort wird dann beschrieben in diesem Gesetz, was die Bank zu prüfen hat. Und zwar sind es, um genau zu sein, zwei Dinge. Das erste, was die Bank prüft, das ist zunächst mal deine Kreditwürdigkeit. Was ist damit gemeint bei der Kreditwürdigkeit? Beispiel Nummer 1. Du ziehst deine Schufa und dort steht drin, ihr aktueller Schufa-Score ist -10%. Es liegen ungefähr 100.000 negative Einträge vor und die nächsten 500 Jahre werden sie leider keinen Kredit bekommen. Ich übertreibe ein bisschen, aber du hast einen Schufa-Score. Der sollte deutlich über 92, 95 vielleicht Prozent sein, damit du überhaupt eine positive Auskunft bekommst aus der Sicht der Bank. Es kann hier hilfreich sein, dass du vielleicht, bevor du zur Bank gehst, bevor du deine Schufa-Selbsterklärung, bevor du die Genehmigung für die Bank unterschreibst, dass die sich deine Schufa ziehen kann, dass du selbst mal recherchierst. Du gehst beispielsweise auf die Webseite meine-schufa.de und meldest dich online an und lässt dir alle Auskünfte geben und überprüfst sie. Denn es kann sein, dass da eine ganz alte Eintragung drin ist, die sie inzwischen erledigt hat, also ein Negativeintrag. Grundsätzlich sind Einträge nicht schlecht, wenn du die Verbindlichkeiten alle auch pünktlich bedient hast. Bist du nun ein Unternehmer und willst zur Bank gehen und deine Kreditwürdigkeit wird überprüft? Nun, dann gibt es ja einmal die Kreditwürdigkeit von dir als Person. Also deine Schufa, dein Verhalten, gibt es Privatinsolvenzen, eine staatliche Versicherung. Und dann hast du vielleicht, wenn du ein Unternehmen hast, eine ebenso vorhandene Kreditwürdigkeit. Die wird aber nicht von der Schufa gehandelt, gemanagt, sondern von der KREFO. KREFO, nun, das steht für Kreditreform. Und das ist ein Auskunftssystem, wo du freiwillig angehalten bist, deine unternehmensbezogene Daten auch zu veröffentlichen. Was bedeutet das? Wenn du mit der Kreditreform nicht zusammenarbeitest, das heißt, dass du monatlich oder jährlich selbst deine Jahresabschlüsse, die Umsätze, die Mitarbeiterzahlen überlieferst, dann zieht sich die Kreditreform die nur aus den öffentlichen Registern. Dafür gibt es zum Beispiel das Bundeszentralregister, wo du deine Veröffentlichung machst, deine Jahresabschlüsse offenlegen musst. Nur das ist freiwillig, wenn du ein Einzelunternehmen bist und das musst du machen, wenn du beispielsweise eine Kapitalgesellschaft eröffnest. Nun, hier bei der Kreditreform solltest du auch darauf achten, dass du einen guten Wert hast. Da ist so die Schwelle 300. Wenn es da deutlich schlechter wird, nun, dann kann es sein, dass du bei einem Bestandsunternehmen dann schlechte Karten hast, wenn du zur Bank gehst. Also Kreditwürdigkeit heißt auf der einen Seite, deine KREFO zu beachten. Das heißt auf der anderen Seite, als Person deine Schufa im Blick zu haben. Aber das ist nicht alles, was die Bank überprüft, um deine Kreditwürdigkeit zu bewerten. Zum Beispiel will die Bank auch einen Auskunftsbogen haben in Sachen Steuern. Denn viele Förderprogramme werden ja vermittelt, werden auch bezuschusst vom Land, vom Bund und von der EU. Und alle drei haben das Gleiche gemeinsam, sie sind Steuermittel. Und der Steuermittelgeber, also das Volk, das die Steuern bezahlt, die geben dir natürlich auch nur gerne Geld, wenn du vorher deiner Pflicht nachgekommen bist, selbst deine Steuern pünktlich bezahlt zu haben. Das heißt, bei uns auf der Website xgroup.de findest du unter dem Reiter Download einen Auskunftsbogen für steuerliche Fragen. Den kannst du dir ausdrucken. Damit gehst du zum Finanzamt. Ja, was macht das Finanzamt? Das sagt nicht nur, ja, hat keine Steuerschulden, sondern die geben auch genau Auskunft darüber, wie du in den letzten Jahren pünktlich, teilweise pünktlich oder sehr unpünktlich deine Erklärung, deine Meldung übermittelt hast. Also das will auch die Bank sehen, neben deiner persönlichen Auskunft der Schufa, neben deiner betrieblichen Auskunft, wenn du schon ein Unternehmen hattest, von der Kreditreform, nun auch vom Finanzamt, dass du pünktlich deine Steuern bezahlt hast. Das nächste, außer dem Finanzamt, kommt jetzt noch die Pünktlichkeit deiner
Jahresabschlüsse, deine Erklärung. Und dabei ist es egal, ob du Angestellter warst und deine Lohnsteuer- und Einkommensteuererklärung machst oder ob du als bereits Unternehmer im Nebenerwerb oder mit anderen Einzelunternehmen pünktlich deine Jahresabschlüsse gemacht hast. All das, das heißt also die Jahresabschlüsse, die BWA, die Steuererklärung, all das will letztendlich die Bank wissen, um zu gucken, ob du deine Unterlagen, deine Zahlen und deine bürgerlichen Pflichten im Griff hast. Denn wenn das alles negativ ist oder wenn deine Erklärungen negativ sind, das Finanzamt sagt, oh, wir vermissen leider noch seit 2014 die Jahresabschlüsse und Schufa sieht ganz schlecht aus. Nur wenn die Bank das alles sieht, dann kann sie da eins zu eins sich an den Fingern dann auch relativ schnell abzählen, dass wenn es um die Dokumentations- und Zahlungspflichten gegenüber der Bank bei der Rückzahlung, Tilgung, Vertragsabschlüsse, Nachweis der Verwendung der Mittel geht, dass du dann sehr wahrscheinlich ebenso unzuverlässig bist. Also Kreditwürdigkeit hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie du deine Vergangenheit gewirtschaftet hast. Deshalb wäre meine Empfehlung, dass du darauf achtest, das alles in Ordnung zu bringen. Dass du darauf achtest, dass wenn du einen Kreditantrag stellen möchtest, einen Fördermittelantrag stellen möchtest, dass das alles picobello in Ordnung ist. Es gibt nicht wenig Gründer oder Unternehmer, die wachsen wollen, die zu uns kommen und alles fertig haben. Perfekter Businessplan, Kreditantrag, Finanzplan, alles ist toll. Die Anlagen, die Anträge, der Standort, die Produktentwicklung, die Preise, der Marketingauftritt, die ersten Kunden gewonnen. Ja, und dann fragt die Bank nach dem letzten Jahresabschluss. Vielleicht nach den letzten beiden, auch als Angestellter. Und wenn es daran fehlt, dann kann die Bank sagen, ja, wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten, aber bitte reichen Sie Ihre betriebswirtschaftliche Auswertung, Jahresabschluss und die Steuererklärung ein und dann machen wir weiter. So viel also zum ersten Punkt. Zu 50% der Miete, das bist du. Das ist deine Organisation. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, was die Bank natürlich dann überprüft, ist die Kreditfähigkeit. Bei der Kreditfähigkeit geht es nun darum, inwieweit dein Geschäftsmodell, sei es vorhanden oder sei es eine Neugründung, inwieweit dein Geschäftsmodell in der Lage ist, nicht nur sich selbst zu tragen, also Break-Even zu kommen, nicht nur deinen Unternehmerlohn zu tragen, sprich die Tragfähigkeit deines Geschäftsführergehalts oder deiner Privateinnahme für die privaten Lebenshaltungskosten, sondern die Bank hat auch mehrere Gebühren. Mindestens 3 Gebühren, die du bezahlen musst. Und diese 3 Gebühren, nun, die sollten aus deinem laufenden Betriebskosten kommen. Das erste ist die Bankgebühr. Beispielsweise brauchst du die, wenn du mit deiner Bank, mit der Hausbank, dein Programm, deinen Antrag bewerten lässt und die das dann zur KfW weiterschicken. Dann stellen sie dir eine Provisionsrechnung. Das zweite ist, was die Bank ganz gerne haben will, ist natürlich Zinszahlung. Das ist der Grund oder das Hauptmotiv für die Bank, auch mit dir zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, dass sie neuen Konten, Kunden und die paar Versicherungen noch verkaufen. Also sie wollen Zinsen dann in deinem Geschäftsplan auch plausibel dargestellt haben und sie wollen als drittes natürlich im zweiten oder im dritten Jahr nach Auszahlung der Darlehenssumme wollen sie auch das Geld zurückhaben, sprich also eine Tilgung. Also die Kreditfähigkeit bedeutet, dass du einen belastbaren Finanzplan hast. Ein Finanzplan, der genau aufzeigt, dass Gebühren, dass Zinsen und dass die Tilgung von deinem Geschäftsmodell so getragen werden können, dass es nicht insolvent geht. Dass bequem alle Kosten und auch die Entnahmen, die privaten Entnahmen getragen werden können. Zusammenfassend also sieht die Bank deinen Antrag ein bisschen anders als du. Du glaubst wahrscheinlich, dass du toll bist und alles erfüllst, aber die Bank guckt in deine letzten 3 Jahren in die Vergangenheit und will wissen, ob sie von der Vergangenheit ableiten kann auf dein Verhalten in der Zukunft. Und sicherlich dein Geschäftsmodell, das wird sicherlich auch bewertet. Hier an dieser Stelle empfehle ich dir nun, auch unseren YouTube-Beitrag anzugucken, der Finanzplan oder die größten Fehler vom Finanzplan anzugucken und auch den Kreditantrag. Denn für eine Bank schreibst du keinen Businessplan. Der langweilt sie, ist falsch aufgebaut und da fehlt häufig das Wichtigste. Bei der Bank musst du einen Kreditantrag schreiben, wo genau abgeleitet wird und auch verstärkt überprüft wird, ob du auch an die Kosten für die Bank gedacht hast und ob du in der richtigen Art und Weise die Zahlen dargestellt hast, ob du beispielsweise unterteilt hast zwischen Sachgüter und Betriebsmittel, ob du diese 810 Euro Abschreibungsgrenze beachtet hast. Also all diese Zahlen, Daten und Fakten, die dann in der Realität Wirklichkeit sind, auch beachtet hast, das wird überprüft und dabei helfen wir dir auch gerne, diesen Antrag zu erstellen. Wenn du nun Fragen hast für deinen Kreditantrag, für deine persönliche Kreditwürdigkeit oder die Kreditfähigkeit deines Geschäftsmodells, so kannst du gerne unseren kostenfreien Gutschein gleich im Folge dann beantragen.
Gerne kannst du auch unseren Kanal weiterempfehlen oder uns jetzt hier abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Kreditantrag, dass du diese beiden Dinge auf 100 Punkte, auch mit 90, 95, 100 Punkten erreichst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Bank auch bei deinem Projekt, bei deinem Vorhaben Ja sagt. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.